Herr Bernd, nach dem 5:2, nach der 5:2 Niederlage im Testspiel gegen den FC Augsburg, Rückkehrer Niklas Ansbach, wie fühlt es sich an, jetzt nach so langer Verletzungspause wieder auf dem Platz gestanden zu haben? Ja, also ich freue mich unglaublich, wieder hier bei der Mannschaft zu sein. Immer nur in der Reha gewesen zu sein, 3 Monate war extrem hart für mich, war auch weg von der Mannschaft. Und dann jetzt, zum Glück hatten wir so ein Testspiel, dass ich die Möglichkeit hatte, auch mal wieder auf dem Platz zu stehen in einem Testspiel. Fühlt sich extrem gut an. Ja, Testspiel, wahrscheinlich sehr viel ausprobiert. Wie seid ihr das Spiel angegangen und ja, wie würdest du das Spiel zusammenfassen? Ja, gut. Augsburg ist ein Bundesligist. Dann ist ja klar, dass es extrem schwer wird. Wir wollten heute einfach, ja, jeder sollte die Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Ist uns, denke ich, auch ganz gut gelungen. Vor allem die zwei Jungen, also Christian und Jonas, haben es extrem gut gemacht, haben auch beide ein Tor erzielt. Jonas ist vom eigenen 16er losgelaufen, ganz mit Latte. Und außen ist, glaube ich, sogar, sollte eigentlich eine Flanke werden, aber dann einfach ins lange Eck ziemlich unerwartet reingeschoben. Und Christian hat dann auch noch sein Tor gemacht. Aber ich denke, war ein ganz ordentlicher Test heute für uns. Jetzt ist Länderspielpause am Wochenende. Was steht da an? Was machst du die nächsten Tage? Was machst du vielleicht auch am freien Wochenende? Ja, ich denke, ich fahre zu meiner Family nach Hause. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was für mich geplant ist. Ich habe immer noch ein bisschen eine Sonderrolle, was die Reha angeht. Ganz zurück bin ich noch nicht. Aber ja, ich denke, ich werde nach Hause fahren. Dann kurzer Blick voraus. Topspiel gegen Dynamo Dresden. Wie groß ist die Vorfreude? Und ja, wie blickst du auf das kommende Spiel? Ja, extrem groß. Es ist ein Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Punktgleich noch. Ja, ich habe gehört, es ist ausverkauft wohl schon. Und das Stadion in Dresden ist auch was Schönes, die Fans. Unsere Fans werden wahrscheinlich auch zahlreich erscheinen. Also ich habe richtig Bock drauf.